Ich bin ein glühender und bekennender Verehrer von Anton Bahr Dichte-Messsystemen. Ich war als junger Schüler in Klosterneuburg, ich glaube, das war Ende der 70er, sagen wir 1977, 1978. Und da haben wir noch mit dem Pyknometer die Dichte ermittelt. Mit reinfüllen und rausfüllen und einstellen und Temperaturabgleich und wiegen. Und das war natürlich eine große Herausforderung. Wir waren 38 Schüler und bei einer kontrollierenden Dichtemessung hatten wir ungefähr 45 verschiedene Ergebnisse. Und dann hat es ein Gerät gegeben, das war da in der Ecke, das durfte nur unser Professor angreifen. Da durften wir nicht dran. Das hat die Dichte so auf einmal gemessen. Und da war für uns, das heißt Bahr, das ist ein Dichtemessgerät. Und dann 2 Jahre später, bei meinem ersten Praktikum in der Firma Rauchfruchtsäfte, durfte ich schon arbeiten damit, weil die hatten auch schon so ein Gerät, aber als erster und einziger österreichischer Fruchtsaftbetrieb. Also so hat eines das andere ergeben. Und irgendwann sind dann natürlich viele, viele andere Betriebe in der Lebensmittelerzeugung draufgekommen, dass man Dichte so auch messen kann. Aber das waren meine ersten Berührungspunkte und da haben wir größten Respekt gehabt. Und sobald es irgendwie die monetäre Entwicklung unserer Firma erlaubt hat, war die erste Investition in ein Dichtemessgerät, weil ich möchte jeden Tag ein ordentliches Ergebnis haben und ich glaube, seit 20 Jahren haben wir dieses Gerät im Haus und seit 20 Jahren verrichtet es beste Dienste.